Was es alles bei McDonald's Oster-Countdown geben wird, das siehst du wie immer nach dem Intro. Liebst auch du McDonald's? Dann abonniere jetzt hier unten meinen wunderbaren Kanal, um keine Infos mehr über McDonald's verpassen. Endlich, da ist es soweit. Der McDonald's Oster-Countdown 2023 startet und mit dabei wieder überaus spannende Überraschungen. Welche das sein werden, das schauen wir uns einmal gemeinsam an. Vom 23.03. bis 16.04. gibt es bei McDonald's den Oster-Countdown mit einigen überaus tollen Überraschungen, aber fangen wir doch mit dem Besten zuerst an. Am 1. April nämlich, da gibt es endlich wieder ein McFlurry Duschgel. Das nach McFlurry riechende Duschgel wird es für 400 My McDonald's Punkte geben und ist tatsächlich auch nur am 1. April bei McDonald's verfügbar. Laut den bisherigen Leaks tatsächlich aber auch mit einem neuen Design. Außerdem, da wird es am 11. April neue McDonald's Socken geben. Schwarze Socken mit ganz vielen McDonald's Logos drauf, das sieht schon richtig cool aus. Geheimnisvoll, da macht es McDonald's auch am 25. März, denn dort soll es einen sogenannten Osterdrop in der McDonald's App geben. Darauf können wir auf jeden Fall schon mal gespannt sein, was McDonald's eben da so zaubern wird. Kommen wir aber zu den Gutscheinen. An den nächsten 4 Sonntagen wird es die McDonald's Nuggets und Plant Nuggets für 2,99 Euro geben. Am 24. März und 14. April gibt es bei McDonald's zu jeder Bestellung 500 My McDonald's Extrapunkte. Das heißt, ihr könnt euch bei McDonald's was Kleines bestellen und bekommt Punkte im Wert von 50 Euro gutgeschrieben. Viele Produkte wie der McChicken Classic, 2 Cheese oder Chicken Burger oder auch der Milchshake gibt es für 2,50 Euro. Ein absolutes Schnäppchen gibt es übrigens am 15. April, denn da gibt es die Pommes, die großen wohlgemerkt, nicht für 3,50 Euro, sondern für 1,50 Euro. Und das war's eigentlich schon. Alle Aktionen findest du nochmal in der Videobeschreibung eben mit den einzelnen Tagen aufgelistet. Zusätzlich, da gibt es noch die ein oder anderen Sachen eben in der McDonald's App zu gewinnen. Aber ansonsten, da war's das. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die McDonald's Socken und das McDonald's McFlurry Duschgel. Wenn es natürlich soweit ist, werdet ihr auf diesem Kanal wie immer ein Video dazu sehen. Und das war's auch schon wieder mit diesem wunderbaren Video. Ich wünsche euch noch einen big-tastischen Tag und bis bald.